Online-Radio Düren, wie immer, sonntags zur gewohnten Zeit, Sache Fußball. Wir gehen zum TuS 08 Langer Wehe, zum Autotaler Reinhardt Sportpark, heute gegen Grün-Weiß, Welldorf Güsten. Mehr zum Ausgang dieser Partie, Anpfiff 15 Uhr mit dem Trainer Tim Krumpen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Jochen. Herr Krumpen, in den letzten Wochen ist beim TuS, wie ist die Situation? Nicht rund, eckig oder ungerade? Wie kann man das Ganze betiteln? Ja, läuft nicht so rund. Ne? So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Woran liegt es? Ja, wir spielen einfach nicht gut im Moment. Wir schießen keine Tore. Und wir können natürlich auch nicht immer verlangen, dass wir 0-0 spielen. Und wenn du kaum Tore schießt, dann wird es natürlich nicht hinzunehmen. So ist es im Moment. Und auch heute schießen kein Tor, kriegen ein blödes, verlieren 1-0. Wie geht es ein bisschen die letzten Wochen wieder? Wo uns einfach die Durchschnittskraft nach vorne fehlt und wir oft auch dumme Gegentore kassieren und so dann auch verlieren. Letzte Woche haben wir so unentschieden gespielt, heute haben wir so verloren. Möchte uns eigentlich nicht passieren, ist ärgerlich. Ja, heute in der ersten Halbzeit keine besonderen Vorkommnisse, ein torloses Spiel. In der zweiten Halbzeit haben sie rund nach 60 Minuten schon einen Doppelwechsel vorgenommen, beziehungsweise 3 Minuten später nochmal ein Wechsel. Also daran merkt man schon, dass sie alles dran setzen, um die Punkte zu holen, aber es funktioniert nicht. Ja, genau. Ich hatte mir mit dem Doppelwechsel erhofft, dass wir vielleicht da vorne noch ein bisschen aktiver werden, obwohl die Jungs, die ich rausgeholt habe, nicht schlecht gespielt haben. Also daran lag es überhaupt nicht. Die haben ihre Sache halt auch nicht gemacht. Wir haben ordentlich erste Halbzeit gespielt. Wo wir einfach viel mehr vom Spiel hatten. Klar, Welldorf steht tief und verteidigt gut und wir hatten, glaube ich, auch eine Riesenchance, wo wir Querpass in die Mitte spielen und Yannick Fischer aus kurzer Distanz daneben das Tor schießt. So, wenn der schon mal drin ist, steht es 1-0, ne? Da fühlt sich alles schon anders an. Er ist leider nicht drin, deshalb die erste Halbzeit war in Ordnung und in der zweiten Halbzeit will ich einfach mit dem Wechsel noch was für Schwung sorgen. Aber es hat ehrlich gesagt nicht geklappt. Also die zweite Halbzeit war schwach heute. Ne? Da kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, dass wir irgendwie viel besser waren oder so. Klar, wir haben versucht, aber kam nichts Zwingendes bei rum. Ja, und ich glaube, dann schießt Welldorf lange Abschluss vom Torwart. Wir kriegen ihn nicht verteidigt. Wenn, dann schießen ihn dann aufs Tor und dann war die Sache auch durch. Ja, die Punkte sind weg. Dementsprechend ist man vielleicht auch ein bisschen mehr als nur enttäuscht. Man merkt es auch vielleicht an Ihrer Reaktion. Wie gehen Sie jetzt mit dieser Situation um, dass in den letzten Wochen so ein bisschen der Querschuss kommt? Sie haben ja ganz andere Ziele vor Augen gehabt, selber persönlich. Und Sie sind ja auch sehr ehrgeizig als Trainer. Wie gehen Sie nun vor in den nächsten beiden Wochen mit der Mannschaft? Gut, geht jetzt Schlag auf Schlag. Ne? Wir haben Mittwoch wieder ein Spiel, dann haben wir Sonntag ein Spiel, dann haben wir das Pokalspiel und dann noch 2 Spiele bis zur Winterpause. Also es geht jetzt, wie gesagt, Schlag auf Schlag in der kurzen Zeit und wir brauchen einfach eine Erfolgsmöglichkeit. Ich verlange einfach von den Jungs, dass wir sie am Mittwoch voll reinhauen. Wir spielen beim SV Kurdistan, die, glaube ich, aktuell jetzt wieder laufen und wieder spielen, die Kurden sind. Und ja, der Top-Favorit am Aufstieg sind mit Zülpich, meiner Meinung nach. Und da erwarte ich einfach, vielleicht hilft es uns mal, gegen einen Gegner zu spielen, der auch Fußball spielt, ne? der vielleicht nicht so verteidigt, sondern der einfach mitspielen will, sodass wir auch ein paar Räume haben. Vielleicht ist das einfach mal ein Gegner, den wir nochmal brauchen. Von daher, ich erwarte einfach, dass wir Mittwoch alles reinhauen, was wir irgendwie haben. Und dann gucken wir, was bei rumspringen. Das ist natürlich ein absolutes Spiel, wo ich sage, ja, müssen wir gucken, wenn wir das gewinnen würden. Dann sähe die Welt ja auch wieder in Ordnung aus. Ne? Dann stehen wir in der Tabelle vernünftig da, sind eigentlich gut dabei. Ne? Verlierst du das Spiel, dann hast du natürlich ordentlich mal eine Lücke nach oben. Das heißt, ich hatte es heute eigentlich schon als richtungsweisendes Spiel eingestoßen, auch meinen Jungs gesagt. Dass wir das natürlich verloren haben, ist sehr bitter. Und jetzt haben wir die nächste Chance am Mittwoch, wo ich sage, wir haben es noch selbst in der Hand, unsere gute Ausgangsposition, die wir eigentlich bis heute hatten, uns wieder zu erkämpfen. Ne? Und das ist jetzt Mittwoch das A und O. Und da müssen wir danach weiter gucken. Aber ja, wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, das wird den Jungs wieder gut tun. Aber das kommt nicht von nichts, sondern da müssen wir alles zu tun.